glaube an die Menschen hier, meine Mitbürger. Daran, dass wir, wenn wir uns anstrengen, verstehen, worum es im Leben wirklich geht. Der Saal ist ein sicherer Ort. Dort können wir träumen, denken, diskutieren, lernen, lachen und tanzen. Er holt das Beste aus uns heraus. Also kommen Sie und sehen Sie selbst, was wir dort tun. Haben Sie keine Angst. In diesem Saal wird etwas Böses ausgebrütet. Grelton und seine Bande sind Atheisten. Unsere Gemeinde muss eine Entscheidung treffen. Christus oder Jimmy Greltons Saal. Er nennt uns Antichristen. Die Kirche ist nervös. Wir müssen dranbleiben. Täuschen Sie sich nicht, das ist eine Katastrophe für die Gemeinde. Es wäre eine Tragödie, ihn zum Märtyrer zu machen. Aus dem Weg, Leute! Bei Gott, jeder, der hier durchgeht, kriegt eine Kugel in den Kopf. Von einem Kampf zum nächsten. Hört das nie auf? Wo ist Grelton? Er ist festgenommen. Warum? Sie können nicht einfach meinen Sohn mitnehmen. Manchmal möchte ich nur schreien. Auf den Boden! Und dann frage ich mich wieder, was ist bloß mein Verbrechen? Warum ist eine alte Blechhütte nur so gefährlich? Das ist nicht einfach nur ein Gebäude, das ist alles, was wir haben. Und wir müssen es schützen. Stell dir vor, wir haben jetzt Unterstützer im ganzen Land. Wir dürfen uns nicht mehr alles vorschreiben lassen. Wir müssen wieder leben, wieder feiern und tanzen. Als freie Menschen.